Danke, lieber Tino. Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, so früh am Morgen, an einem Samstagmorgen. Ich freue mich sehr, dass ich mit euch meine Empfindungen zu dieser Zeit teilen darf. Einige von euch, weiß ich, sind mit mir verbunden, begleiten mich auf die eine oder andere Art und Weise schon eine ganze Weile. Und ich fühle mich immer sehr geehrt, dass ich dann auch mal live da sein kann. Also werden wir heute Morgen zum Thema Optimismus sprechen. Für mich ist dieses Jahr 2023 das Jahr des Optimismus. Und ich weiß, für viele klingt das etwas schräg in diesen Zeiten. Aber wenn nicht jetzt, wann dann? Wann sollen wir damit anfangen, optimistisch in die Zukunft zu schauen? Wie soll es weitergehen hier auf dieser Erde mit uns allen, wenn wir düster in die Welt schauen? Meine Aufgabe hier ist, die Kraft der Engel zu den Menschen zu bringen, die Kraft der Erde. Gestern Abend beim Channeling-Abend haben wir ein kleines Channeling-Konzert. Da durfte ich Mutter Erde channeln zu dieser Zeit. Das ist immer so schön. Und ich durfte auch für dieses Jahr ein Sternentor malen. Ich male mal die Jahresenergien in einem Bild. Und diejenigen, die das Bild kennen, finden die Frau, die ich auf dem Bild verewigt habe, heute an meinem Stand oben. Das ist nämlich meine Herzensfreundin Simone, weil sie für mich der Inbegriff des Optimismus ist. Also wenn ihr möchtet, kommt mal zwischendurch rauf. Ihr werdet sie sehen, sie leuchtet, sie strahlt. Das ist wirklich herzerfüllend. Optimismus ist für mich ein natürlicher Zustand. Wer von euch lebt einem gesunden Optimismus? Könnt ihr mir vielleicht mal ein Handzeichen geben? Es freut mich. Wundervoll. Es ist großartig. Also ich glaube, hätte ich das noch vor 20 Jahren, als ich anfing, gefragt, wäre das lange nicht so viel gewesen. Und ich habe das Gefühl, dass gerade die letzten Jahre sehr viele Menschen daran erinnert haben, dass es eben noch was anderes gibt im Leben, als nur grantig in die Zukunft zu schauen. Optimismus bedeutet für mich, wirklich tief aus dem Herzen zu leben. Barbara hat ja gerade diesen wunderschönen Stein ins Herz gelegt von Maria Magdalena. Und es hat mich nochmal wirklich daran erinnert, wenn wir aus dem Herzen echt sind, wenn wir selber bleiben, egal was die Welt um uns herum tut und sagt, vor allem über uns, dann ist es die halbe Miete. Und die ganze Miete heißt dann auch noch, uns selber zu lieben und dem Leben zu vertrauen. Und zwar vollends. Nichts zurückzuhalten. Warum auch? Warum sollte ich etwas zurückhalten, um irgendwem einen Gefallen zu tun? Ich kann nur leuchten, ich kann nur Freude haben und teilen, wenn ich wirklich da bin, präsent bin, im Hier und Jetzt. Wer von euch spürt gerade das Hier und Jetzt? Eine Verbindung zu sich selber? Noch früher am Morgen, ich weiß. Aber genau darum geht es für mich in dieser Zeit, dass wir aus dem Jetzt einen Gedanken haben, einen Impuls, offen sind für alles. Diese Impulse einmal durch unseren ganz persönlichen Filter laufen lassen. Passt der Impuls zu mir oder eher nicht? Und wenn er passt, nehme ich ihn auf, integriere ihn und probiere aus, ob er mir gefällt. Das Schöne ist, wir können uns jeden Tag neu entscheiden. Nehmen wir die Impulse auf oder lassen wir sie an uns vorbeifließen? Egal, ob es von den Menschen kommt, von Mutter Erde, aus dem Kosmos, von den Engeln. Gerade an so einem Tag, wo ihr sehr, sehr viele Channelings hören werdet, viele Informationen bekommt, nehmt euch die Zeit, immer mal wieder zu integrieren und auch auszusortieren. Ich bin ein Fan von Filtern, also nicht nur im Internet oder am Handy. Im Handy bin ich kein Fan von Filtern. Einfach zu schauen, was passt zu mir, was nicht.
Denn das ist das, was uns stabil hält, statt einfach nur aufzunehmen, aufzunehmen, aufzunehmen und irgendwann quellen wir über und dann kommt das kleine System in uns einen Kollaps. Ja. Damit wir optimistisch bleiben können, damit wir mit Freude in die Zukunft blicken können, heißt es, jeden Tag zu genießen und aus jedem Moment das Beste zu machen. Jetzt werde ich mich ganz gemütlich hinsetzen. Und ich habe heute Morgen gefragt, wen ich für euch channeln darf zum Thema Optimismus. Und bin sehr, sehr glücklich. Ich habe in letzter Zeit immer die Mutter Erde gechannelt und auch die Sonne gechannelt in Bezug auf die Energien, die kosmischen Energien. Gestern das erste Mal seit langem wieder einen Engel in meinem neuen Video und deshalb möchte heute auch wieder ein Engel kommen, ein Erzengel, und zwar Erzengel Uriel. Den channel ich nicht so oft. Er hat eine immense Kraft, eine immense Power. Und mir wird jetzt schon so warm, dass ich meine Stole ablegen kann. Nämlich der Feuerengel und der Engel, der Mut macht. Und für Optimismus brauchen wir auch ein bisschen Mut. Also lade ich euch ein. Ich weiß, ihr könnt es, ihr macht es sowieso schon automatisch, eure Augen zu schließen, die Füße auf den Boden zu stellen, denn Uriel erdet bei allem auch sehr, sehr gut. Und Erdung ist gerade an einem Channeling-Tag ganz angebracht, dass man nicht völlig abhebt. Also lade ich euch ein, Augen zu schließen, ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, wieder zurückzukommen. Vom ersten Channeling jetzt in das zweite. Das Herz, das Bewusstsein zu öffnen und zu spüren, welche Kraft jetzt für dich ganz speziell fließen möchte. Geliebte Menschen, Erzengel Uriel spricht und ich danke euch sehr, dass ihr da seid, dass ihr mit offenem Herzen, offenem Bewusstsein dabei seid. So viele erwachte Seelen, die sich nach Licht sehnen, die sich auf den Weg gemacht haben, sich selbst zu finden, sich selbst zu entdecken und damit dann auch nicht nur sich selbst zu inspirieren und inspirieren zu lassen, sondern auch andere mit ihrem neuen Licht zu inspirieren. Ihr wisst im tiefsten Herzen, dass ihr immer beschützt und geliebt seid. Doch in euch ist eine Funktion, die ihr mitgebracht habt, als ihr auf die Erde kamt, die ihr das Ego nennt. Und nur dank dieses Egos könnt ihr hier all diese Abenteuer erleben, all diese Gefühle erleben, all diese Herausforderungen. Und ihr seid nicht auf die Erde gekommen, um euch zu langweilen, um einfach nur vor euch hinzudämmern oder zu funktionieren. Ihr seid auf die Erde gekommen, um nach und nach immer mehr euer inneres Feuer zu entdecken. Es ist eine große Freude, aus der Sphäre unserer Engelessenzen zu euch zu blicken und zu spüren, wie viele Flammen bereits in den Herzen der Menschen, die jetzt auf der Erde sind, entflammt wurden, sich entzündet haben, um sich zu zeigen. Stell dir vor, du wundervoller Mensch, dass du die Erde aus dem Kosmos betrachtest, aus der scheinbaren Dunkelheit und all diese Lichter siehst, jeder einzelnen Seele, die sich bewusst für ihr wahres Sein geöffnet hat. Betrachte mit mir all diese Lichter. Erkenne, dass du nicht allein bist mit diesem großen Wunsch,
bewusst zu sein, diesen Wandel zu begleiten, diese ganz besondere Zeit zu erleben. Du bist nicht allein, sondern ihr seid so viele. So viele, die entdeckt haben, dass es viel schöner ist, dem Leben mit Freude zu begegnen, es einzuladen. Ihr alle könnt das Glück einladen, die Liebe einladen. Ihr könnt Menschen einladen, die euch gut tun, die euch nähren, mit denen ihr im liebevollen Austausch seid. Ladet diese Menschen, diese wundervollen Seelen ein. Das Leben wartet darauf, dass ihr euch öffnet für all die Wunder und Geschenke, die es für euch bereithält. Spüre jetzt, du wundervolle Seele, in dir dein Lebensfeuer. Denn meine spezielle Essenz als Erzengel Uriel ist die Gabe, dein Lebensfeuer zu aktivieren, es gemeinsam mit dir zu hüten, es zu beschützen. Und so stark zu machen, dass du jeden Morgen mit Freude erwachst, dass du dich jeden Morgen darauf freust, in die Welt zu gehen, dein Lachen mit anderen zu teilen, deine Inspirationen den Menschen zu geben, die offen dafür sind, zu spüren, wann andere bereit sind für neue Impulse. Ich helfe dir dabei, dein Lebensfeuer mit ein wenig Übung so zu lenken, dass du genau weißt, wann du es ganz entspannt in dir leuchten lässt und wann du es groß machst, um etwas in der Welt zu bewegen. Es ist so schön, etwas zu bewegen in der Welt. Wir Engel können euch dazu nur einladen und inspirieren. Wir schenken euch Kraft und Motivation, doch etwas zu bewegen. Dafür bist du auf die Erde gekommen. Du hast einen Körper. Du hast Hände, Füße. Du hast eine Stimme, die bewegt. Möchtest du dich bewegen? Möchtest du beweglich sein mit deinem inneren Feuer? Dein inneres Feuer steht für all die Kraft, die du hast als Seele, für all die Macht, die du hast. Dein inneres Feuer ist die pure Begeisterung für etwas, die Kreativität, die in deinem Schoß lebt. Fühle dich in deinen Schoß hinein, in dein Wurzelchakra, in dein Nabelchakra. Dort brennt dein Feuer, das Feuer der machtvollen Kreativität, die Schöpfung selbst. In den alten Traditionen nennt man dieses Feuer auch die Kundalini-Kraft. Je stärker dein Feuer brennt, desto besser fließt die Energie aus deinem Becken, aus der Verbindung zur Mutter Erde, durch all deine höheren Chakren. Vom Becken über den Nabel bis in deinen Solarplexus. Oberhalb deines Magens, das Sonnengeflecht, ebenfalls ein Feuerherd, der durch euren Heimatstern Sonne aktiviert wird. Das Feld
des Selbstvertrauens. Deine Kundalini-Kraft steigt weiter auf in dein Herz und feuert dein Herz an, sich für noch mehr Liebe zu öffnen. Für noch mehr Energie aus der göttlichen Quelle. Spüre, wie die Energie immer weiter aufsteigt und sich dabei immer mehr verstärkt, in all deine Zellen strömt, sie aufweckt und ihr Licht aktiviert. Dein Feuer steigt weiter auf in dein Halschakra, aktiviert deine Stimme, damit du sagen kannst, was in dir ist. Spüre es, den Mut, zu dir zu stehen, deine Wahrheit zu vertreten, deine Meinung zu vertreten auf eine gerechte, klare, respektvolle Weise, achtsam und doch glasklar. Wenn du während dein Feuer aufsteigst, spürst, dass irgendwo noch etwas klemmt, dass sich dein Körper meldet, dann lass das Feuer all die Blockaden fortbrennen, die dein Ego dir gesetzt hat, damit du klein bleibst, statt in deine wahre Größe zu kommen. Lass dein heiliges Feuer der Freude und des Optimismus, der Begeisterung und Schöpferkraft durch deine gesamten Energiebahnen fließen und alle Blockaden wegbrennen, damit alles frei fließen kann. Und jetzt steigt dein Feuer weiter auf zu deinem Stirnchakra, der bewussten Verbindung zur göttlichen Quelle, deinem dritten Auge. Dort öffnet sich jetzt eine weitere Ebene der Wahrnehmung, der Übersinne, sodass du die geistige Welt noch besser wahrnehmen kannst. Die Informationen aus den Sphären von uns Engeln, aus den Sphären der anderen Welten. Denn die Schleier werden immer dünner. Die Schleier, die alles verborgen haben. Die Schleier, die auch dein drittes Auge geschlossen hatten. Nach und nach aktiviert dein inneres Feuer, dein drittes Auge, sodass du Schritt für Schritt immer besser spüren kannst, was wichtig für dich ist, welche Impulse deine höheren Sinne sich jetzt öffnen möchten. Und lass dir gesagt sein, geliebte Seele, du kannst dies lenken, steuern. Du musst dich nicht überschwemmen lassen von unseren Impulsen aus der Welt der Engel, von den Impulsen aus dem Kosmos oder auch von Mutter Erde. Du kannst deine Wahrnehmungen lenken, stärker einschalten oder etwas dimmen. Das Leben folgt deinen Wünschen. Ob du es einlädst oder dich zurückziehen möchtest, ob du über dein drittes Auge besondere Wahrnehmungen hast, all dies kannst du selbst entscheiden und bestimmen. Und jetzt lass dein Feuer so hoch brennen, wie du nur kannst. Durch dein Kronenchakra, durch den höchsten Punkt deines Kopfes, hinein in den Kosmos. Lass es hoch brennen und werde sichtbar in der Welt. Zeige der Welt, hier bin ich mit allem, was ich bin. Mit all meinen göttlichen Zellen. Mit meinen Wünschen,
meiner Kraft, meinem göttlichen Potenzial auf Erden. Hier bin ich. Groß und stark, leuchtend hell. Spüre dein gesamtes Feuer in dir. Und jetzt dehne es nicht nur nach oben aus, sondern in alle Richtungen. Leuchte in die Welt, leuchte in den Kosmos. Deine Seele ist gigantisch, unsterblich, ewig. Sie ist das Licht. Feuer der Schöpferkraft. Danke, dass du leuchtest. Danke, dass du bist. Danke, dass du dein Feuer zeigst. Ich möchte jetzt das Wort übergeben an meinen Engelbruder Michael. Danke, dass ihr mir gelauscht habt. Danke, dass du dein Feuer gespürt hast. Und rufe mich, wann auch immer du mich brauchst, um dein Feuer groß zu machen, damit du sichtbar bist, Mut und Optimismus hast. Ich verabschiede mich für diesen Moment und bin immer da, in Liebe, Uriel. Seid willkommen, geliebte Menschen. Michael spricht. Ich umhülle euch mit meiner Liebe, meinem Schutz und meiner Hingabe an euer Sein. Meine Kraft ist für euch da, damit ihr mit eurem Feuer beschützt seid, wann auch immer ihr das Gefühl habt, dass ihr dies braucht. Ich bin an eurer Seite, damit ihr euren Lebensweg voller Vertrauen gehen könnt. Ich wünsche mir so sehr, dass ihr wieder zurückfindet in euer natürliches Vertrauen, in eure eigene Kraft und auch ins Leben selbst. Dafür sende ich euch Tag und Nacht, meine Liebe. Wir alle im Reich der Engel, in den Sphären der Engel, sind immer um euch, denn für uns gibt es keinen Raum und keine Zeit. Ihr müsst nicht auf uns warten, wenn ihr uns ruft. Wir sind immer da. Doch mit eurem Ruf aktiviert ihr unsere Kräfte und ladet sie ein, für euch zu wirken. Es ist so natürlich, als Mensch und Seele, dass ihr euch liebt, wertschätzt, fürsorglich mit euch umgeht, dass ihr genau wisst, was ihr tun und was ihr lassen müsst, um glücklich zu sein. Euer Körper weiß ganz genau, was er braucht, um gesund und stark zu sein.
um ausbalanciert zu sein, stabil. Doch die meisten Menschen haben dies vergessen. Um voller Urvertrauen in eure Mensch- und Seelenkraft hier auf Erden zu sein, gilt es jetzt in dieser Zeit des Wandels, euch wieder zu erinnern, wer ihr wahrhaftig seid. Damit ihr all die natürlichen Kräfte in euch reaktivieren könnt, dann braucht ihr uns Engel gar nicht mehr. Dann seid ihr selber euer allerbester Schutz. Ihr seid selber Mutmacherin und Mutmacher. Ihr selber seid eine Kraftquelle, die niemals versiegt. Denn es ist eine Illusion, dass eure Energie ein Ende hat. Ob am Ende des Tages, am Ende des Jahres, am Ende eures Lebens. Es ist eine Illusion. Energie ist immer da. Ihr atmet sie ganz natürlich ein. Und je bewusster ihr dies tut, desto mehr Macht habt ihr im Fluss der Energie. Je bewusster ihr lebt, je bewusster ihr euch fühlt, desto weniger Schutz braucht ihr. Desto weniger Motivation von außen. Wir Engel haben so lange darauf hingewirkt, dass eine neue Ära für euch auf Erden beginnt. Wir haben so lange in eure Herzen und Ohren geflüstert, damit ihr erwacht. Doch alles hat selbstverständlich seine Zeit. Jeder Mensch, jede Seele hat einen eigenen Zeitplan in dieser Illusion der Zeit und des Raumes. Und wir freuen uns über jeden Menschen, der erwacht und erkennt, wie kostbar und wertvoll er ist. Lass mich dir sagen, wie unendlich wertvoll du bist. Du bist es wert, geliebt zu sein, beschützt zu sein. Du bist es wert, in Fülle und Gesundheit zu leben. Du bist es wert, jeden Tag zutiefst zu genießen mit all seinen Wundern. Mutter Erde ist für dich da, um dich zu nähren mit ihrer Liebe, mit ihrer Natur, mit ihrer Energie. Der Kosmos ist für dich da, damit du alles bekommen kannst, was du brauchst, um hier auf Erden in dieser Illusion des Lebens glücklich zu sein. Meine Aufgabe ist es, immer wieder dich daran zu erinnern. Spüre das lebendige Kraftfeld in dir und um dich herum. Das Kraftfeld, das sich potenziert im Zusammenspiel mit all den Menschen in diesem Raum, mit den Menschen in diesem Land, mit den Menschen auf der gesamten Erde, mit den Tieren, den Pflanzen, den Kristallen. Es potenziert sich und du bekommst ein Gefühl dafür, wie es ist, wenn du ganz natürlich mit allem verbunden bist und ganz natürlich weißt, wie wertvoll du bist. Spüre die Verbindung zu allem, was ist, und öffne dein Herz, deine Intuition, dein Bewusstsein für all die natürlichen Kräfte in dir. Denn dann weißt du ganz genau, was dir gut tut und was nicht.
dann weißt du ganz genau, wohin dich dein nächster Schritt im Leben führt. Und wir sind immer an deiner Seite. Danke, dass du bist, in Liebe, Michael. Ich danke euch von Herzen für euer Vertrauen. Es war mir eine ganz, ganz große Freude. Was für ein schöner Start in den Tag, ins Wochenende. Ich hoffe, das eine oder andere darf sich in euch bewegen und integrieren. Und ich wünsche euch von Herzen einen zauberhaften Tag. Und ihr wisst, ich bin oben an meinem Stand, wenn ihr mich besuchen wollt. Sehr gerne. Ganz viel Liebe zu euch. Danke. Besten Dank, liebe Sonja. Dankeschön.